nein, das ist ja hier, da muss ich gar nicht schneiden. Nice. Ja, was weiß ich. Ich bin ja wieder am Sterben gerade. Nice. Die Schlangen sind OP. Die Schlangen sind viel zu OP. Holy. Gut. Was mache ich denn jetzt am besten? Ich kann ja draufballern dann, ne? Oh. Hoch da, mit Mike. Hoch da. Ich muss da einfach spammen, den Angriff. Und trotzdem ist sie durch mich durchgekommen. Ja, nice. So, jetzt werde ich garantiert nicht diesen Trank da holen. Einfach nur, weil, wenn ich zurückgehe, mich die eine Schlange da erwischen wird. Da kann ich nichts gegen tun. Hat man sich. Wir nehmen uns erstmal das mit und verduften. Oh Mann, ey. Das ist schwierig hier. Ist ein Boss? Mann! Ich hab die falsche Taste gedrückt. Ah Gott, er drückt die richtige Taste. Sieht doch wieder ganz toll aus hier, würde ich sagen. Was sind diese Sterne eigentlich? Was machen die Sterne? Boah! Und nun? Oh cool! Es war klar, dass das nichts wird. Yo, hi. Nette Frau. Ja, du darfst nicht aufgeben. Ja, jetzt habe ich nochmal alles mal an. Gut. Ja, gut. Also ich weiß nicht, wie man der ausweichen soll in der Stelle, aber zumindest habe ich jetzt wieder alles nachgespielt soweit. Vielleicht lassen die ja noch ein Herz fallen, wer weiß das schon. Ja! Wie gut! So. Und ich denke. Nein, ich will da nicht. Das sollten wir noch aufpassen, das sehe ich jetzt schon. Ich denke einfach mal, dass ich bei diesem Boss dann am besten die Flamme nutze. Der wird ja wohl noch easy sein, der Boss, oder? Ja! Oh, der ist so leicht. Boah, ich bin fast getroffen worden. Nein, man kann da nur reinschießen, wenn der Mund offen ist. Ist mir egal, ich habe 50 Dinger davon, das wird ja wohl reichen. Oh. Spam das einfach. Hallo, geh tot. Nicht, dass ich hier noch irgendwann keine davon habe. Hallo. Das ist nicht gut. Oh, yes. Jetzt switche ich meine Waffe auch wieder. Ich habe jetzt alle wichtigen Gegner ja wohl besiegt hier hoffentlich. Das Skelett. Wie brutal. Schön. Ich weiß auch noch nicht, was der Trank da macht, aber wir haben ihn erstmal. Und das war wohl der erste Dungeon. Raus hier. Ja, du hast so viel Schaden. Ich kriege Punkte. Shaven wir erstmal wieder? Nein, wir saven. Wir shaven. Mike, du bist in dem Alter, wo du dich versehen musst. Ist das der Häuptling? Falls ja, wie hat er es einfach so auf die andere Seite geschafft? Mal gucken. Nee, du bist Babu. Du bist der Assistent von Dr. J. Und der hat jetzt ein U-Boot, ja. Subsea. Und der ID-Code ist 1492. Merken wir uns einfach mal. Achso, muss ich gar nicht. Haben wir schon da. Und dann geht er mal an Bord dann. Und ich wünschte, ich könnte dir mehr sagen, weil ich hab doch so viel Angst und alles. Also, beziehungsweise vielleicht hat er auch gesagt, I'm afraid I don't have any more information oder sowas. Um mich jetzt nicht anzureden. So, hi. Im Cockpit von Subsea. Ja, willkommen an Bord. Ich bin der Navigationscomputer. Nämlich doch Navcom und das kannst du durch diesen Code hier eingeben. Den hätte ich auch noch so gewusst. Das war sehr wichtig, dass ich dieses Item bekomme, um es dann 30 Sekunden später hier schon einzusetzen, ohne dass ich mir auch was merken muss. Das war sowas von relevant, das ins Spiel zu bauen. Ja, nur mal saven, denn du hast schon so viel gemacht. Du hast einen Code benutzt, den du gerade erst kennengelernt hast und bist ins U-Boot gestiegen, deswegen müssen wir nochmal speichern. Und der ist irgendwie bei den Delfinen, was? Oh,
Bei Delfinen, warum ist das gerade so riesig? Die Welt steht mir offen. Ja, vielleicht nicht ganz so weg. Hier ist so ein riesiger, fetter Streifen, wo ich nicht durch kann. Hallo, wo muss ich denn? Ich schweife mal nicht ab und düse weiter nach rechts. Ist das hier? Yeah! Kriegst du oder was? Bist du auch wieder ein Schwein, was mir deinen Arnus zeigen möchte? Ein weiblicher Delfin. Warum war das jetzt wichtig zu sagen, dass ein weiblicher Delfin ist? Hast du meinen Sohn gefunden oder gesehen? Ja? Nee, finde meinen Sohn. Ja, gut. ja, mach dich doch. Ja, danke schön, dass du ihn suchen möchtest. Gut. Aber muss ich jetzt hier noch nicht machen, oder? Wird später vielleicht relevant sein. Denn. Nee, ich denke mal, hier wird er noch nicht sein. Kann ich hier anlegen? Also, ich glaube, ich habe da drüben Anlegeplatz gesehen. Nee, hier, hier, hier. Yeah. Und dann ist das weiß umrahmte hier wohl die Anlegestelle. Neustrom? Oh. Gibt's hier ein krankes Amphoros zu verarzten? Das war wieder meine Pokémon-Referenz. Ja, ich hab doch hier die Aufsicht über diesen Neustrom und du suchst einen Baby, also einen jungen Delfin, ja. Aber ich habe ihn nicht gesehen. Besichtige mal meine Frau im südlichen Haus. Sie mag es Gesellschaft zu haben, ja. Oh, das gibt doch ein Geheimnis, was? Ja. Muss ich jetzt festgestellt. Ja, danke. Du magst doch auch Gesellschaft zu haben und willst nicht so viel an Leuten bereden wollen. Dann geht's nicht weiter. Doch hier oben kann man durch, oder? Nee, kann man auch nicht. Da unten noch durch? Nee. Wo muss ich jetzt lang, ey? Im südlichen Haus. Kann ich hier noch irgendwie durch? Durch einen geheimen Weg oder so? Ach, hier! Ah, ja! Da war so ein bisschen. Wie soll ich das nennen? Ein bisschen Seitenströmen oder was? Deswegen konnte ich da durch. Und hier ist das südliche Haus. Ich bin mir fast sicher, dass Funkwell das nicht so schnell gefunden hat, dass man da durch kann. Ich bin Seldon. Mein. Was? Nee, it's so Seldon. Ich dachte, das ist ihr Name. Ich weiß nicht, was Seldon heißt. It's so Seldon, my husband. And es ist so selten wahrscheinlich, dass ich Besucher bekomme. Du siehst also einen jungen Delfin, also einen mir. Und ich habe ihn nicht gesehen, aber am frühen Morgen, oder ja, da war so eine Flasche am Strand und da ist wohl ein Hinweis. Okay. Also am Strand. Ja. Suche eine Flasche. Und da ist er. Die ist einfach jetzt gespawnt. Was ist hier für ein witziger Abschnitt, dass ich einfach nur von einem Punkt zum anderen fahre? Kann ich jetzt irgendwie. Sehe es gerade nicht. Also hier kann ich ja nicht durch, oder? Nee, hier geht's ja nicht durch. Kann ich hier anders irgendwie rein? Wahrscheinlich nicht. Ich musste nachgucken. Ich hab's nicht rausgefunden. Man muss hier nach links drücken. Dann ist da ein geheimer Weg. Ich habe die ganze Zeit versucht, wieder einen durchgängigen Weg zu finden mit dem U-Boot. Also, da ist eine Notiz in der Flasche. Und du liest die? Oh, ich wurde von bösen Aliens entführt. Sag meinem Neffen den Code 1776 Dr. J. Ja, wieder mal ein Code. Gemerkt. Nein, danke. Muss ich wieder mal lesen. So, und du? Jetzt habe ich den Code und weiter. Ja, jetzt nehme ich wahrscheinlich wieder das. Moment, sagst du mir jetzt was Neues? Jetzt habe ich das ja bekommen. Nee, du sagst mir nichts Neues, oder? Ja. Kann ich jetzt vielleicht irgendwo neu hinfahren? Vielleicht kann ich jetzt tauchen oder so. Ah, ich krieg auch gleich eine. Cutscene hier. 1776, ja. Und dann drückt doch mal den B-Knopf, um zu tauchen. Ich wusste, dass das Tauchstellen sind. Das sah so obvious aus. Ja, das geht aber eben erst jetzt. Oh Mann. Dann geht's natürlich nicht. Wie komme ich zu dem Herz? Da würde ich das später mal rausfinden. Da gibt es bestimmt auch so einen blöden Weg, den ich erst später. Moment mal, guck mal her. Ja. Einmal gelernt, dass es sowas gibt. Und schon. Jetzt habe ich 5 Herzen sofort.
Nee, 6 sogar. Hatte ich vorher schon mehr als 3 Herzen? Ich habe mal eben so viele neue Herzen. Das ist ja geil. Ja, speichern und dann wohl der nächste Dungeon. Ja, Dungeon Time. Jetzt wieder vorsichtig sein. Ich habe nicht mal mehr Fackeln. Meine 14 Fackeln, die ich noch hatte, wurden mir einfach geklaut. Ja, das ist ja jetzt schon sehr freundlich alles hier. Was ist das? Ein Baseballschläger. Jo. Ja, und die fliegt hier gut an mich rein. Das wird ein kurzer Auftritt wahrscheinlich mit dem ersten Versuch in den Dungeon. Ich habe nicht wirklich darauf geachtet, dass das runtergeht. So viel also dazu bei der Frage, ob man ins Wasser fallen kann. Kann man wohl, jetzt ist wieder die Diagonal. Moment mal, ich habe immer noch. Nee, ich habe nur 3 Herzen, wenn ich einmal sterbe. Wie arschig ist das denn? Meine Energie ist nicht. Und das ist gleich bei Zelda auch so, oder? Nee, ist das da so? Ich bin gleich wieder tot. Ich bin gleich wieder tot, Leute. Ist ja übel. Ja, das Geräusch wieder. Muss vorbereitet sein. Geht das wieder runter? Nee. Mann, verpisst euch. Nein! Was ist das denn? Ich werde hier nur verarscht. Ich werde nur verarscht, ey. Wir können überall rauskommen. Nein! Bitte mehr Herzen. Sei zu gnädig. Spiel's nicht einfach. Hätte ich nicht gedacht. Ich hab's vielleicht ein bisschen unterschätzt. Kann das sein? Was ist das denn? Der übelste Fetzer sehe ich schnell, oder was? Was sollte das? Oh nein. Was ist denn das da drüben? Bleib mir weg, ey. Was soll das denn alles hier? Wie soll ich das denn machen, ey? Die haben mich sowas von killen. Sobald ich da einmal versuche rüberzukommen, die mich sofort erwischen. Okay, jetzt sind sie ein bisschen weiter weg. Das sind. Okay, es sind 4 Stück. Übertreibt halt. Es sind 5 Stück. Ja, keine Chance. Komm. Rüber hier. Ich weiß nicht, was die Sterne machen. Ich weiß das nicht. Da muss ich mich auch nochmal informieren, dann wahrscheinlich. Fürs nächste Mal. Ja. Ich muss die ja eigentlich auch killen, weil ich Lebensenergie brauche. Und außerdem muss ich auch nochmal gucken, ob hier irgendwelche geheimen Steine sind oder so. Nee, gut, weg hier. Nee, Moment, ich muss die wirklich killen, weil da ist keine Tür oben. Also, da ist keine Tür aufgegangen. Oh, rüber hier. Muss ich die echt alle killen wahrscheinlich. Ja, rüber hier. Ach, hier ist ein geheimer Schalter, okay. Gut. Eieieiei. Hallo? Ja. Ich hab nicht schnell genug reagieren können. Ja, oh, wenigstens ein Stern. Und der hat mich auch wieder instant erwischt. Boah, ist das heftig, das Spiel, ey. Krass. Ja, haut ab hier alle. Nein. Ich bin tot. Dachte ich zumindest, aber noch halte ich mich irgendwie. Und hierher. Das weiß ich jetzt. Ich habe meinen Baseballschläger nicht mehr. So, jetzt kommt gleich die engste Schlange. Das ist vielleicht auch so ein bisschen Memories-Zeug, ne? Dass du dir jetzt alles merken musst, wo was kommt. Vielleicht ist das auch noch relevant. Weg hier. Yes. Und da sind Herzen, die will ich gerne haben. Kann man. Ja, da sehe ich doch, dass man da durch kann. Nice. Sehr nett. Es waren sogar mehr als 2 Herzen, obwohl da nur 2 auf. Also obwohl da nur 2 abgebildet waren. Puh, und wie kann man da durch, sehe ich doch, oder? Ja. Immer schön auf die Hinweise achten, da sind ja so schwarze Stellen auf dem Boden. Nein.
Okay, der läuft jetzt automatisch bis durch. Das war jetzt nicht ich, der die ganze Zeit durchgedrückt hat. Wenn man einmal diesen Gang betreten hat, dann läuft der dann automatisch durch. Gut, da könnte eventuell rechts noch was sein, aber vermutlich ist einfach bei mir da. Ich kann schon einen so gut zurecht. Könnt ihr mal theoretisch gucken, was dieser Baseballschläger macht, aber gerade nicht, wenn ich hier. Na, was ist denn das für Scheiße? Nein, ich bin nicht sauber. Ist halt gerade Pech, was willst du machen? Ja, was willst du machen, wenn du überall falsch stehst? Das ist schon der Boss, oder was? Das ist der zweite Boss? Und ich bin tot? Also, unter 99, 99, jetzt bin ich tot. Ja, das war's mal wieder.